die wird dann wieder einmal nach oben verlegt, beziehungsweise... Hey, komm, ich greife hier an und ich hoffe ja mal, dass das nicht irgendwo... Vielleicht müssen wir ihn erst fertig machen, damit wir irgendwo an den Hafen kommen. Das heißt, ich muss sehen, hier vielleicht... Vielleicht habe ich es jetzt auch verkackt und muss selbst nachher noch Gebäude bauen. Weil ich nicht seine Gebäude, aber das hier hinten sieht mehr aus, als wenn da noch was kommen würde. Als wenn die Map quasi so aufgebaut ist, dass man an den Hafen kommt, früher oder später, aber erst den ersten Gegner fertig machen muss. Wachstube, Baracke, wird alles angegriffen. Und eine Nachricht hatte ich, glaube ich, noch, dass ich ein feindliches Gebäude eingenommen habe. Habe ich aber schon verbunden. So, 4, 5, 6 und fertig ist. Doch, doch, hier hat er noch was. Hier hat er noch was. Feindliches Gebäude eingenommen. Also hier, das sollten wir uns behalten, anscheinend. Hier unten den Weg. Da oben scheint es nicht so zu sein. Doch, da oben geht er auch noch weiter. Ja, schön. Hier oben geht es nämlich überhaupt nicht weiter. Wo ist das nächste Lagerhaus? Da ist eins. Ich baue erstmal noch ein Lagerhaus, ehe das hier weitergeht. Habe ich noch Stein? Ja, Bretter auf jeden Fall, 1612 und noch 25 Stein, das könnte was werden. Feindliches Gebäude eingenommen. Feindliches, wir werden... Hä? Achso, wir werden angegriffen. Ja, dann werden wir halt angegriffen, dann nehmen wir es uns wieder erneut an. So, das Lagerhaus soll fertig werden. Gebäude an den Feind verloren? Nee. Werden schon wieder angegriffen. Feindliches Gebäude. Achso, das kennen wir ja schon. Ja, also wie gesagt, ich verbinde die da bewusst jetzt gerade nicht. Ich möchte auf das Lagerhaus warten. Und wenn das Lagerhaus fertig ist, dann bin ich auch derjenige, der sagt, okay, lass uns... Oh, hier haben wir einmal gar nichts gefunden. Okay, lass uns da oben alles abreißen. Dann wissen wir auch, dass die Generäle irgendwo einen Anschluss finden. Dass sie ein Lagerhaus finden, wo sie halt reingehen. Oder auch, also dass sie sich nicht irgendwo verirren. Oh, das sieht nicht gut aus hier mit dem... Das wird nichts, du. Naja, ich lasse es einnehmen. Dann haben wir immer noch die Verbindung nach da hinten. Ich kapiere gerade, was hier los ist. Mensch, warum sagt mir niemand, dass das der Rote ist? Der ist doch noch von der Militärmacht ziemlich weit oben. Leute, sagt mir das doch. Katapult möchte ich nicht bauen. Ich möchte irgendwo einen Verstellplatz bauen. Eine Anlegestelle. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir den Roten niedermachen müssen. Und wenn wir den Roten niedergemacht haben, dann... Nee, nicht, dass da oben das Tor ist, oder? Nicht, dass hier oben das Tor ist. Nicht, dass hier oben das... Okay, das musste ich mir jetzt gerade mal angucken. Nicht, dass da oben das Tor ist und wir uns da jetzt abgerissen haben. Das wäre echt mies. Oh, er hat ein weiteres eingenommen? Nee. Will ich einen Katapult bauen? Nee, ich könnte hier auch noch eine Festung bauen. Hier so. Nee. Nee, komm, nee, eine Festung muss jetzt nicht sein unbedingt. So, die Waschstube, die sollte auch irgendwann mal bestückt werden. Uff, da kommen sie alle, um zu verteidigen, um nichts anderes zu machen, als zu verteidigen. Das Lagerhaus. Achso, wir wurden angegriffen, heißt es quasi. So, da sind und da sind. 4, 5, 6. Also wenn ich so eine Zahlen sage, dann sage ich immer die Geschwindigkeit an, in der ich gerade abspiele. Und das Lagerhaus braucht definitiv Stein. Geschwindigkeit 6 ist übrigens das Höchste, was geht. Also höher als Geschwindigkeit 6 ist nicht möglich. Wir werden angegriffen, oder? Wir haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. 83. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich eigentlich sagen. So, denn das Lagerhaus ist fertig, nicht wahr? Keine Ankerstelle, keine Anlegestelle. Keine Anlegestelle. Hier unten ja auch nicht, das hatten wir ja alles schon. Haben wir ja alles schon versucht. Und hier ging es ja, glaube ich, auch nicht groß weiter. Doch, hier ging es. Aber wie soll man da hinkommen, war die Frage, ne? Da gab es, glaube ich,
keine Möglichkeit, irgendwie hinzugelangen. Egal, wie man das baut. Nun gut, darum geht's jetzt auch nicht. Es geht mir viel eher darum, dass das Lagerhaus fertig ist. Und ich jetzt hier oben endlich abreißen kann, die Baracken und die Wachstuben. So, dass wir wieder neue Militärmacht haben, um Rot finally zu überrennen. Finally we overrun Red. Red. You overrun Red? So. Mit 5 kann ich ja angreifen. Da sind ja 3 schon drinne von ihm. Baut er seine Wachschuhe nochmal fertig eigentlich? Ja, der kommt mir schon entgegen. Das könnte sogar was werden. Ich bin mir da... Achso, einer ist fertig. Einer ist... Und 2 sind drinne. Und der dritte... kommt hoffentlich auch bald noch rein. Feindliches Gebäude eingenommen. Ein Lager ist fertig. Achso, jetzt ist es erst fertig. Schön. Das haben wir da. Die Wachstube, die sollte gebaut werden. Oder ich setze hier halt zwischenzeitlich einfach eine Baracke hin. Das Gute an Baracken sind halt, die werden aus Holz gebaut. Deswegen muss ich da keine Angst haben, dass auf einmal mein Stein weg ist. Denn mit dem Stein ist das ja immer so eine Sache. Kommt hier auch nochmal einer hin? Danke. Und irgendwie wäre es halt cool, wenn ich sehe, was hier abgeht. Also wenn ich... Naja, ja, das habe ich schon gesehen, dass wir hier angegriffen werden. Wenn ich hier hin und wieder sehe, wie, wo jetzt der nächste, das nächste Gebäude meines Feindes steht. So, die Baracke ist besetzt und wir sehen kein nächstes Gebäude des Feindes. Na toll. Was soll denn das jetzt? Was soll ich denn jetzt noch weitermachen? Da hilft nur eins. Spätung hätte ich auch bauen können, aber ich möchte jetzt nicht irgendwas. Ah, wir wurden angegriffen. Lösch das mal ganz schnell wieder. Und wir werden schon wieder angegriffen, aber immer nur von einem. Das ist ja... Ja, jetzt werden wir erneut angegriffen und das könnte tatsächlich ein bisschen knapp werden, wenn wir uns das mal so angucken. Aber immerhin, wenn er die übernimmt, dann übernimmt er sie. Nö, hat er aber nicht. Gut. Wir wurden also angegriffen und können mittlerweile die Wachstube hier mit 3 Leuten angreifen. Blöd ist nur, wenn währenddessen ich wieder angegriffen werde. Aber der geht mir ja momentan nur entgegen. Wenn er jetzt die Baracke wieder angegriffen hätte, wäre ein bisschen blöd. Hey, das ist sogar ein Mensch. Also das ist sogar selbst ein Römer, wie es aussieht. Die Wachstube. Hä, wie können denn andere Römer hier auf dem Weg sein? Das geht doch gar nicht. Geht ja wohl. So. Mit 2 kann ich angreifen und ansonsten nichts. Das wird so verdammt knapp, wollte ich sagen. Ich muss mir halt hier so eine gewisse Vormacht erarbeiten. Was wichtig ist, ist auch, sind auch die Ich will es zumindest versuchen. Also ich meine, ja gut. Ich wurde von einem Katapult beschossen. Nicht recht. Nicht wahr? Nicht recht. Nicht wahr? Machen wir das so. Bauen wir hier noch als letzte Bastion quasi eine Festung hin. Das muss auch erstmal was werden, ne? Die müssen ja erstmal alle rüberkommen. Aber ich weiß nicht, wo wir Häfen hätten bauen sollen. Statistik Militärmacht hat er auch nichts mehr eigentlich. Und in der Landesgröße, nun ja, hin und wieder wird's mehr und hin und wieder weniger. Machen wir ein bisschen schneller hier wegen der Festung. Oh, er baut eine Baracke. Das könnte meine Festung beeinträchtigen. Wo war denn das Katapult? Ach, da ist das Katapult. Den Wachturm hole ich mir, dann wird die Baracke nicht gebaut und, dann speichere ich erstmal zwischendurch, weil das das Wichtigste ist, zwischendurch zu speichern. Der Wachturm ist übrigens doch nicht meiner. Doch, das Katapult ist weg und die Baracke ist auch weg. Zwar... ist da das nächste Katapult, aber erstmal habe ich die Baracke, den Bau der Baracke quasi ein bisschen
Nun ja, sagen wir jetzt nicht entschleunigt, aber irgendwie schon. Die Festung ist im Bau und die Festung sollte auch demnächst fertiggestellt werden. Ich bräuchte Steine, habe ich das Gefühl. Also ich habe ja noch Steine. Ist ja nicht so, dass ich nicht 22 Steine hier noch rumlungern hätte. Alter, so minimalistisch mit Steinen umzugehen, das hatten wir auch noch nicht, glaube ich, in keiner Kampagne. So, hier wird eine Wachstube gebaut. Die kann ich unterbrechen, indem ich das Hauptquartier angreife. Ich habe keine Chance, wenn ich das Hauptquartier angreife. Allerdings, kann ich auch Glück haben. Und die Festung ist eher fertig als die Wachstube, so wie es nämlich momentan aussieht. Ich kann auch einfach die Wachstube hier zerstören. Sind die echt nur... Warum greift der andere nicht an? Weil er zu weit weg ist, oder was? Nein. So, das zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben Katapult steht. Okay, die Wachstube hat also definitiv was mit dem Hauptquartier zu tun. Also müssen wir das Hauptquartier bashen. Damit es was wird. So, Militärmacht, wir sind ganz oben, wir sind ganz unten. Na gut, wir sind noch nicht mal wieder auf der Hälfte unserer Militärmacht. Der Wachstube und der Wachturm wird gebaut. Meine Festung ist fertig und dürfte demnächst besetzt werden. Und zwar jetzt, gleich bevor das fertiggestellt und besetzt von dem anderen wird. Ja, bitte jetzt besetzt werden. Ach, da kommen sie schon. Da kommen sie schon alle, da kommen sie, die ganzen Festungssoldaten, die ganzen Festungssoldaten. Hier sind sie wieder dabei. Hier machen sie wieder mit und ziehen wieder ein Los. Ein Los, 2,50 Euro, sinnlose 2 Euro, hä? Ein Los, 30 Cent, sinnlose 2,50 Euro, glaube ich, so war das. So, Hauptquartier, kann ich mit 9 Leuten angreifen? Möchte ich das oder möchte ich, ey komm, Übermäßigkeit, ne? 7 Steine brauche ich anscheinend für eine Festung. Was sagt uns das? Ich kann noch 2 Festungen bauen. Aber am besten nicht so, dass ich direkt das Tor einnehme. Aber wahrscheinlich wird es das sein. Wahrscheinlich wird es echt so kommen, dass ich mit dem Bau und der Besatzung der Festung, also wenn ich die Festung alle besetzt habe, habe ich eigentlich noch Gold? Ich habe noch ein Gold. Wahrscheinlich irgendwo, wo schon ein General drin ist. Wie viel war das? 15 Steine hatte ich noch, ne? Genau, und dann dürfte ich noch einen Stein genau übrig haben. Wow, Alter, das klappt ja alles. Naja, dann baue ich mir die Festung hier beide hin. Hoffe, dass ich das Tor nicht gleichzeitig einnehme, weil ich ja das Hauptquartier noch übermäßig platt machen möchte. Und dann speichere ich zwischendurch nochmal ab. Wir sind mittlerweile bei 85. Ja, ist klar, 85. So, Wachturm, er baut da einen Wachturm. Ob der schneller fertig ist als meine Festung, ob er damit den Bau der Festung abbrechen kann. Alles Fragen, die nicht geklärt sind, die geklärt werden müssen. Allerdings ist meine Festung schon im Bau und sein Wachturm nicht. Er scheint wohl einige Probleme mit seinem Holz zu haben. Und Holzprobleme sind nicht schön, wenn ich euch das sage. Allerdings haben wir, wenn wir uns das mal angucken, in unserer Inventur 1866 Bretter und nur 6 Stämme, also Holz. Das bedeutet, wir haben irgendwas richtig gemacht in unserer Produktion. Zumindest in der Holzproduktion haben wir irgendwas richtig gemacht. So, 4 Steine. Davon werden 3 noch dahin geliefert, habe ich das Gefühl. So, mal schneller hier, bis die ganzen hier... Oh, da wurde ein Militärgebäude auf einmal von mir besetzt. Was kann das bedeuten, dass ich das Hauptquartier nicht mehr nur mit 9, sondern mittlerweile mit 10 angreifen kann? Und je weiter das führt, desto mehr Leute greifen an. Ist eigentlich ganz einfach, wir werden angegriffen, ist mir eigentlich egal. Und wenn er mit... Oh, hier sind gar keine starken Leute drin. Habe ich gar keine starken Leute mehr? Naja, die Festung braucht definitiv Stein. Und der Stein, so wie es aussieht, ist irgendwo auf dem Weg. Hier wird nämlich nicht weitergebaut. Hoffentlich ist er auf dem Weg. Also hoffentlich kommt er nochmal an, der Stein. Denn ich brauche den Stein. Ich brauche den Stein so sehr. Stein, ich brauche dich so sehr. Nein. Nein, sag mir nicht, das sind die 4 Steine, die irgendwo in Katapulten stecken. Nein, wo waren die Katapulte? Ich weiß nicht mehr, wo ich meine Katapulte hingesetzt habe. Da sind 4 Steine. Okay, also nichts ist mit zweiter Festung und nichts ist mit ich habe Ahnung von dem, was ich mache. Sondern ich greife einfach mit 17 Leuten an und fertig.
Was will man da noch groß zu sagen? Wollen wir uns das angucken oder wollen wir uns das nicht angucken? Dieses Katapult wird uns direkt... Ach so, kacke. Ich müsste dann auch direkt... Ah nö. Ich nehme das ja nicht ein. Ich erobere quasi nur, indem ich töte. So. Hier unten hätten wir eine Festung. Die können wir angreifen mit... 9 Leuten. Das werden wir auch tun. Und die Festung ist eingenommen. Ist hier ein Katapult, beziehungsweise ist hier eine Wachstube, die wir mit 3 Leuten angreifen können, zufällig. Dann hätten wir von unten her erstmal alles. Diese Festung sollten wir auch mit 4 Leuten angreifen. Puh, damit das Katapult uns nicht fertig macht. Denn, so wie es aussieht, scheint das Katapult das nicht zu mögen, dass wir hier... Naja, wir können es ja mal in etwas schnellerer Geschwindigkeit uns angucken. 86. Gut. Die Wachstube wird scheinbar eingenommen, so wie es aussieht. Die Festung da oben, so wie es aussieht, auch. Die Wachstube können wir direkt wieder abreißen. Denn wir wissen ja bereits, wo das Tor ist. Wo Tor ist. Geht das hier noch weiter mit Rot? Nee, ne? Ich will nur gucken, wie es hier aussieht. Mensch, ich will doch nur gucken. So, jetzt ist wieder zugedeckte Karte. Wow, die Festung ist meine. Es gibt nur noch einen Wachturm, den es einzunehmen gibt. Und wenn ich den habe, habe ich auch das Tor. Das bedeutet, in den Statistiken dürften wir eigentlich beide jetzt niedergemacht haben. Ja. Komm, wir holen uns das Tor und dann decken wir die Karte komplett auf. Ein bisschen schneller, aber nicht zu schnell. Also nicht zu schnell. Das war zu schnell. No string with this ID und no string with this ID. Das ist doch mal ein Tagebucheintrag. Ist DOSBox irgendwie gefickt gerade bei mir? Oder ist das... nee, machen wir ein bisschen langsamer hier. Oder ist das, weil es zu schnell ging? Feindliches Gebäude eingenommen. Okay. So, wir werden mal die Karte aufdecken und sehen... Lava. Geil, echt Lava hier unten. Wir hätten hier oben einen Hafen wahrscheinlich bauen müssen. Nee, da wären wir ja nicht durchgekommen, hier durchs Wasser. Wir hätten da oben einen Hafen bauen müssen. Um hier wahrscheinlich... Adam Price. Price. Price? Steht hier Adam Price? Ja, ne? Hm, müsste ich mal direkt googeln, was Adam Price bedeutet. Sage ich euch vielleicht in der nächsten Folge. Wahrscheinlich sowieso nicht. Aber cool. Da haben die Entwickler sich quasi selbst verewigt, so wie es aussieht. Wir haben auf jeden Fall das Level irgendwie geschafft. Wo geht denn das jetzt hier? Ah, Spiel beenden. Ja, genau. Boah, sie haben das 9. Kapitel erfolgreich beendet. Wunderbar. Was will man da noch anderes zu sagen, außer Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Bock habe, irgendwie Siedler zu spielen oder irgendwas anderes. Ey, es wartet nur noch ein Kapitel, ne? Ist das geil. Naja, ciao.